Nun zu Beginn noch ein paar Worte zum gestrigen TV-Duell. Angela Merkel hat erneut das Märchen vom Wohlfühlparadies Deutschland bedient. Sie hat ja auch, ehrlich gesagt, ihr letztes Wort, ihre Wahlaufforderung damit geschlossen. Und nun wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Und da hat nur noch der Satz gefehlt und dann erzähle ich Ihnen ein neues Märchen. Und das Märchen vom Wohlfühlparadies Deutschland soll ja erwecken. Einerseits brauchen die, die sich nicht so wohl fühlen, die im Niedriglohnbereich sind, die erwerbslos sind, die alleinerziehend sind und am Ende des Monats nicht wissen, wie sie über den Monat kommen oder die in Leiharbeit sind, die sollen erst gar nicht wählen gehen, weil sie sollen sich gar nicht erst getrauen zu sagen, dass es ihnen nicht so gut geht. Wenn die nicht wählen gehen, dann nützt es eben nur Angela Merkel. Und mit keinem Wort hat sie diese Gruppen im Prinzip angesprochen, sondern sie hat so getan, wie wenn es keine Altersarmut gibt, wie wenn es keine Erwerbslosigkeit gibt, wie wenn die Leiharbeit und die prekären Arbeitsverhältnisse nicht ein großes Problem wären. Und insofern kann man sagen, für Frau Merkel gilt der Slogan, die im Dunkeln sieht man nicht. Und sie hat alles dafür getan bei dem gestrigen Duell, die im Dunkeln zu lassen. Also die Botschaft kann nur heißen, wer in dieser Gesellschaft im Niedriglohnbereich arbeitet, wer Leiharbeiter ist, wer Durchschnittsverdiener ist, wer alleinerziehend ist, hat von Frau Merkel nichts zu erwarten. Aber umgekehrt war es auch so, dass Herr Steinbrück nicht wirklich ein Kontrastprogramm aufzeigen konnte, mit Leidenschaft für einen Politikwechsel werben konnte. Das konnte man nicht verspüren. Insofern war es wirklich ein klares 0:0, ohne wirklichen Treffer. Einerseits, weil eben dort, wo er den Finger in die Wunde gelegt hat, bei der Eurokrise oder auch beim Arbeitsmarkt immer wieder deutlich wurde, dass ja das die SPD in 11 Regierungsjahren mit verursacht hat. Und andererseits muss man Herrn Steinbrück vorwerfen, dass er drängende Fragen wie Armut und Altersarmut nicht wirklich angesprochen hat, was ja wirklich eine universelle Frage ist für die Politik der Zukunft. Und es ging im Übrigen bei diesem Duell auch nicht ein einziges Mal um das Drama der Waffenexporte. Auch die Kriegsfrage wurde nur am Rande gestreift. Ich glaube, das sind große Versäumnisse. Insofern werden die Wähler nicht wirklich für eine klare Entscheidung zweier unterschiedlicher Politikkonzepte gestellt. Und es verbleibt der Eindruck, dass die Große Koalition auch in diesem Duell schon vorbereitet werden soll und dass wir tatsächlich nach wie vor als einzige Partei, die ein Kontrastprogramm zur SPD, Grünen und CDU bietet, die Linke ist. Und nach wie vor können die Wähler sicher sein, dass wir die einzige Partei sind, von der Angela Merkel definitiv keine Stimme bekommt. Ja, wir haben heute eingeladen, weil wir eine Bilanz ziehen wollen von 8 Jahren Regierung Merkel. Glaubt man Angela Merkel selber, ist ja Deutschland eine Insel der Glückseligkeit. Sie hat selbst gesagt, diese Regierung ist die erfolgreichste seit der Wiedervereinigung. Wir meinen jedoch, es gibt gute Gründe, diese Einschätzung in Zweifel zu ziehen. Deswegen haben wir uns Zeit genommen für eine effektive Ergebnisanalyse. Und zwar haben wir eine Bilanz von 8 Jahren Regierung Angela Merkel erstellt aus Sicht der Betroffenen. Und die fällt deutlich anders aus als die Selbsteinschätzung von Angela Merkel. Für Angela Merkels Regierungsstil gilt ja zu Recht die Bezeichnung autoritäres Schweigen. Und das hat Auswirkungen auf die demokratische Debattenkultur in diesem Land. Denn soziale Härten werden als alternativlos verkauft. Die Debatte über mögliche Alternativen wird durch Schweigen einfach ausgebremst. Wir haben eine Bilanz gezogen. Das ist eindeutig eine Schadensbilanz. Aber ich finde, die Hauptkritik von Per Steinbrück gegenüber Angela Merkel lautet ja, es herrsche Stillstand.
Wir jedoch meinen, Stillstand kann man nun der Regierung Merkel wahrlich nicht vorwerfen, weil Angela Merkel hat durchaus deutliche Antworten gegeben, wohin der gemeinsam erwirtschaftete Reichtum in diese Gesellschaft fließen soll, nämlich von unten nach oben. Und das ist bekanntermaßen die falsche Richtung. Das Ergebnis von 8 Jahren Merkel ist ein enormer Gerechtigkeitsstau, unter dem nicht nur die Bundesrepublik leidet, sondern ganz Europa. Angela Merkel macht vor allen Dingen Politik im Interesse des obersten Fünftels, währenddessen die Mitte schrumpft und unten immer mehr Menschen abgehangen werden. Wir wollen das jetzt mal auf 4 einzelne Politikbereiche runterbrechen, wie die Schadensbilanz von Schwarz-Gelb aussieht. Zum einen kann man sagen, Schwarz-Gelb hat leider den Mindestlohn verhindert, obwohl inzwischen in 21 von 28 EU-Staaten ein Mindestlohn herrscht. Also in Deutschland wird europäische Normalität verhindert durch Angela Merkels Regierung. Das hat Folgen. Zum einen 1,3 Millionen Aufstockende in diesem Land, also Menschen, die trotz Arbeit auf aufstockende Sozialleistungen angewiesen sind. Und die Verweigerung und Verhinderung des Mindestlohns kommt uns teuer zu stehen. Die Regierung musste es uns schwarz auf weiß in einer kleinen Antwort bestätigen. Von 2007 bis 2011 sind allein 53 Milliarden Euro aus der öffentlichen Kasse von Steuerzahlern aufgebracht worden, um niedrige Löhne aufzustocken. Das heißt ganz klar, die Steuerzahlenden müssen Dumpinglöhne mitfinanzieren. Das Ergebnis von Mindestlohnverweigerung lautet ganz klar, wir haben 7 Millionen Menschen in diesem Land, die im Niedriglohnbereich arbeiten müssen. Unter der Regierung Merkel ist die prekäre, ja unsichere Arbeit gewachsen. Um nur eine Zahl zu nennen, die Leiharbeit hat unter Merkel drastisch zugenommen. Sie hat sich geradezu verdoppelt auf 822.000 Leiharbeitenden im Jahr 2012. Und Leiharbeit, das müssen wir klar festhalten, bedeutet für die Betroffenen in der Regel Arbeit zu Dumpinglöhnen. Also 75% der Menschen in Leiharbeit, in Vollzeitstellen, arbeiten am Ende zu Niedriglöhnen. Also die Bilanz von Merkel lautet, Löhne, die arm machen und Arbeit, die krank macht. Denn unsichere Arbeitsverhältnisse führen auch dazu, dass der Stress zunimmt. Sie alle wissen, dass die Zahl der stressbedingten Krankheiten zugenommen hat. Unter Angela Merkel, unter Schwarz-Gelb, wurde der Hartz-IV-Regelsatz und andere Sozialleistungssätze bewusst kleingerechnet. Und dabei hat die Regierung kaum einen Trick gescheut, um die Menschen sozusagen vom soziokulturellen Existenzminimum auszuschließen. Zur Schadensbilanz im Bereich der Rente. Angela Merkel hat gemeinsam mit Steinbrück die Rente erst ab 67 eingeführt. Und wir haben jetzt noch mal es ermittelt, nur 14,2% der 64-Jährigen gehen einer sozialversicherungspflichtigen Vollzeitarbeit nach. Und in so einer gesellschaftlichen Situation kann man doch die Augen nicht davor verschließen, dass die Rente erst ab 67 vor allem eins ist, nämlich ein Rentenkürzungsprogramm. Heißt nämlich im Klartext einfach, dass die Menschen noch mehr Abschläge in Kauf nehmen müssen und dann bis zum Lebensende mit einer deutlich niedrigeren Rente auskommen müssen. Auch das Rentenniveau ist unter Merkel weiter gesunken. Zugegeben, die Gesetzesänderung stammt noch aus rot-grünen Regierungszeiten, aber Angela Merkel hat es eben auch versäumt, das zu verändern. Inzwischen ist das Rentenniveau rund bei 50% und wird, wenn es nach Angela Merkel geht, bis 2030 auf 43% sinken. Um das jetzt mal lebensweltlich zu übersetzen, das heißt, dass eine Rente, die früher 1.000 Euro wert gewesen wäre, dann bloß noch 800 Euro wert ist. Ja, und unter Schwarz-Gelb ist es zu einem Anstieg der Altersarmut gekommen. Die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die in Sozialhilfe sind, liegt jetzt inzwischen bei rund 400.000. Und infolgedessen hat auch die Zahl der Rentnerinnen und Rentner, die noch einem Minijob nachgehen müssen, deutlich zugenommen, nämlich auf 770.000 Menschen. Also die Schadensbilanz der Regierung Merkel lautet ganz klar, Löhne, die arm machen, Arbeit, die krank macht, Altersarmut ist auf den Vormarsch und Sozialleistungen, die ausgrenzen. Das ist eine verheerende Bilanz. Europa, leider wird ja die Frage der Eurokrise aus diesem Wahlkampf weitgehend herausgehalten, mit dem klaren Ziel, den Menschen die wahren Kosten und die wahren Probleme. Entschuldigung. Soll ich nochmal anfangen? Leider wird ja die Frage der Eurokrise und Europakrise
aus dem Wahlkampf weitgehend rausgehalten. Natürlich, weil beide Parteien, SPD, Grüne und CDU, allen Maßnahmen gemeinsam zugestimmt haben. Es ist aber auch offensichtlich, dass die wahren Kosten und die wahren Probleme über den Wahlkampf hinweggezogen werden sollen. Und gleichzeitig erweckt Frau Merkel den Eindruck, wir haben die Euro-Krise, die Europakrise gut gemanagt. Insbesondere Deutschland ist gut durch die Krise gekommen. Das stimmt aber mit der Realität überhaupt nicht überein. Im Kern ist die Bilanz der Europapolitik verheerend. Wir müssen noch mal Revue passieren lassen. Zwischen 2008 und 2011 wurden allein von den Staaten der EU 4,5 Billionen Euro zur Rettung der Banken aufgebracht. Das hat die Staatsverschuldung dramatisch vergrößert, von 7,3 auf 10,5 Billionen Euro. Nicht, dass die Länder überwiegend über ihre Verhältnisse gelebt hätten, sondern sie haben tatsächlich über ihren Verhältnissen die Banken retten müssen. Die Staatsschulden stiegen in der Wirtschaftskrise weiter an. Inzwischen, jeder Bundesbürger ist mit 6.000 Euro mehr verschuldet als vor Merkel oder vor der Krise. Also auch hier sind die ganzen Voraussagen, wir drängen die Staatsschulden zurück, gar nicht eingetreten. Für die Menschen in Europa gibt es aber eine verheerende Bilanz. Wir haben 19 Millionen Menschen in der Eurozone, die arbeitslos gemeldet sind. Die inoffizielle Zahl ist deutlich höher. Das sind 5 Millionen mehr Erwerbslose als vor der Krise. Allein die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 3,5 Millionen und in Ländern wie Griechenland oder Spanien beträgt sie über 50%, was das übrigens für das Europabewusstsein der jungen Generation bedeutet, wenn sie keinerlei Perspektive haben, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, kann sich jeder noch vorstellen und wir können Gott froh sein, dass die rechtspopulistischen Parteien da nicht mehr Auftrieb bekommen. Aber die Jugendlichen zahlen in besonderem Maße die Folgen dieser Politik. Gleichzeitig können wir an Ländern wie Griechenland oder Spanien oder Italien exemplarisch sehen, für wen diese Hilfspakete eigentlich waren. Also man tut ja immer so, wie wenn man Rettungspakete macht. In Wirklichkeit sind es aber keine Rettungspakete für die Menschen in Europa, sondern es sind Rettungspakete für die Banken. Also wenn wir zum Beispiel Griechenland als Beispiel anschauen, dann sind von den insgesamt 206 Milliarden Euro, die dort aufgebracht wurden an Rettungspaketen, alleine 194 Milliarden Euro an den Banksektor gegangen. Also gerade mal 12,1 Milliarden Euro haben den griechischen Haushalt entlastet. Und insofern dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn die Wirtschaftsleistung von Griechenland in den letzten 5 Jahren um 25% zurückgegangen ist und gleichzeitig die Verschuldung trotzdem gestiegen ist. Und im Kern werden die Menschen darüber belogen, was die wirklichen Kosten sind. In ganz Europa bezahlen die Rentner, die Erwerbslosen, die Beschäftigten, während Millionäre und Milliardäre weitgehend verschont bleiben. Und auch das ist die Bilanz von Merkel, dass sie den Finanzsektor, dass sie die Reichen und Vermögenden nicht belastet hat, aber erheblich dazu beigetragen hat, dass diejenigen Menschen, die ohnehin schon leiden müssen, noch mehr leiden müssen und in ganz Europa keine wirtschaftliche und soziale Perspektive in Sicht ist, die aufwärts geht. Und im Übrigen auch das Märchen von der Konjunkturlokomotive Deutschland ist eben nur ein Märchen. Also wir sind nahe an der Nullgrenze beim Wirtschaftswachstum. Man kann nicht davon reden, dass Deutschland hier entsprechend seiner Möglichkeiten eine Konjunkturlokomotive für Europa wäre. Vierter Punkt der Merkel'schen Bilanz ist die Frage der Ostpolitik. Und da müssen wir auch sagen, hier wurde ein großes Versprechen gebrochen. Frau Merkel hat angekündigt, dass sie die
Ostrentenanpassung in dieser Legislaturperiode durchführen wird. Sie hat dieses Versprechen gebrochen. Wir haben weiterhin die eigenartige Situation, dass bei gleicher Lebensleistung und bei einem Durchschnittsgehalt ein Ostrentner oder eine Ostrentnerin nach 45 Beitragsjahren 108 Euro im Monat weniger Rente bekommt wie jemand im Westen. Die Angelegenheit, dass die Westrentner jetzt dieses Jahr nur eine Rentenerhöhung von 0,25% bekommen haben, die Ostrentner über 3%, legt eher einen Spaltungspilz rein, als dass sie das Problem wirklich angeht. Es zeigt eben nur, dass insgesamt die Renten entwertet werden durch die Politik von Frau Merkel, wie es Frau Kipping ja gerade gesagt hat, aber dass man versucht, auch hier noch eine Spaltung reinzulegen. Tatsächlich werden so weder die Probleme im Osten noch im Westen gelöst. Wir haben jetzt vor kurzem die Statistik bekommen, dass die Armutsgefährdung im Osten deutlich höher ist, dass jede fünfte Einwohnerin armutsgefährdet ist. Das ist eigentlich eine katastrophale Bilanz der Ostpolitik dieser Regierung. Wir haben nach wie vor das Problem, dass die Löhne maximal 70% des Westniveaus betragen, also wir eine große Ausgrenzungspolitik bei den Löhnen haben, von Lohngleichheit nicht zu sprechen ist und das langfristig im Übrigen sich auch auf natürlich die Renten auswirkt. Wir haben das Problem, dass es nach wie vor die Abwanderung vieler jungen Menschen aus dem Osten gibt und dass die Wirtschaftsentwicklung hinter der westlichen Bundesländer zurückgeht. Also auch hier, die Kanzlerin kommt ja aus dem Osten und tut immer so, wie wenn sie wie wenn ihr die Menschen im Osten besonders im Herzen liegen, davon kann keine Rede sein. Wenn wir also die Bilanz von Frau Merkel insgesamt betrachten, dann bleibt vom Wohlfühlparadies Deutschland so viel nicht übrig. Und wir können nach wie vor kategorisch sagen, dass ein Weiter-so dieser Politik verheerende Folgen mit sich bringt, dass die Menschen in Deutschland den Preis dafür bezahlen müssen und dass wir sehr bedauern, dass offensichtlich nur die Linke ganz entschlossen ist, zur Abwahl von Frau Merkel beizutragen und nicht mit anderen Modellen spekuliert, sondern wir sind diejenigen, die klipp und klar sagen, diese Politik muss abgelöst werden. Wir brauchen einen grundlegenden Politikwechsel. Die Chancen dazu sind immer noch da. Wir sind überzeugt, es gibt eine strukturelle Mehrheit links von CDU und FDP. Und es wird jetzt in der Endphase des Wahlkampfs darauf ankommen, diese Chance zu nutzen. Die Linke wird ihren Beitrag dazu leisten.